Jo. Fest? Geht? Ja. Dann musst du ihn noch. Dieses Spiel, die Welt verbessern zu wollen, das hat mir gut gefallen. Weil ich glaube schon, dass das funktioniert in der Masse. Also, wenn man damit beginnt und andere mitnimmt und so. Dieses nicht, das ist eh alles wurscht, das ändert sich eh nichts, da brauche ich gar nicht erst die Energie investieren. Ich finde es auch schön, dass du das spielen lässt. Ja. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber ich verstehe auch nichts. Spielt ohnehin. Ja, eben. Und selbst. Genau. Nennt sich Evolution. Interessant, dass beide Wahrheiten gleichzeitig existieren, jene, wo sich nie etwas ändert, das eine, das einfach nur ist, aber doch im Wandel ist, im Permanenten. Das ist das Schöne an Non-Dualität, an der Lehre des Advaita, dass es all diese Dinge, die als zwei erscheinen, ohne dass da Widerspruch ist, ohne dass da
der Verstand ein Problem bekommt durch sein Entweder-Oder-Denken, es muss so oder so sein, es darf beides zugleich sein. Gerade dieses Paradox, gerade die Dinge, die als zwei erscheinen und oft als widersprüchlich, dürfen da gleichzeitig sein oder sind eben gleichzeitig. So ist eben die Wahrheit. Das durchzieht alles. Einerseits diese Idee von alles ist ewig gleich und das andere, dieses emulierende Universum. Einerseits diese Idee oder diese Sichtweise, es gibt nur den einen ewigen Moment, ja, nur das Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt. Und andererseits die Ewigkeit, die alles durchzieht wie eine Energiewelle, ja, wo das dann eine Welle ist und kein Teilchen. Das Teilchen ist immer jetzt. Die Welle durchzieht von Anfang an bis Ende alle Zeiten. Beides ist eins. Oder nicht zwei. Oder das Universum an sich, das alles ist. Alles, was ist, das alles. Und andererseits das Nichts, das Nirvana sozusagen. Es sind nur zwei Seiten einer Medaille. Einmal erscheint es als alles, einmal als nichts. Oder Shiva Shakti als Bewusstsein und als Energie. Es sind immer so scheinbar zwei Yin-Yang. Ne? In Wirklichkeit aber eins. Die Unendlichkeit sich vorzustellen ist wesentlich schwierig, aber wenn ich mir das Ganze vorstelle als Nichts, fällt es mir viel leichter eine Vorstellung darunter zu haben, ein Nichts mit Dingen drin. Also für die Vorstellung. Der Verstand tut sich leicht. Ja, der Verstand tut sich leicht, das stimmt. Wenn man versucht, das verstehen zu wollen, verstehe ich es leichter als nichts. Ja, wobei, wenn man es wirklich erfährt, ist ja das Mysterium oder der Witz an der Sache ist, dass es der Verstand dann noch viel weniger verstehen kann. Ja, ja. Er glaubt vorher, bevor er es erfährt, glaubt es noch verstehen zu können, möchte es verstehen, macht eine Vorstellung. Als Kind wollte ich mir schon Endlichkeit vorstellen und habe mir gedacht, wie ist denn das mit dem Weltall, wenn das immer weitergeht und weitergeht und weitergeht, muss ja irgendwann eine Mauer sein oder so, also naiv als Kind. Und dann haben wir gedacht, was ist dann mit der Mauer, wie geht die weiter, wie dick ist denn die Mauer und wie weit geht die weiter und es geht auch wieder ewig weiter, also Endlichkeit war ungreifbar. Ja. Das Nichts letztlich auch, aber man glaubt, man kann das Nichts als Null begreifen, aber das ist es ja auch nicht. Die Wirklichkeit ist so, wenn man es wirklich erfahren hat, dann steigt der Verstand einmal aus. Weil er das, was er da, wo er mit dabei ist, noch am Anfang, er macht es tilt. Wie ein Flipper, ja? Der tilt macht, einfach stopp. Der bleibt einfach stehen. Das ist die Stille, die dann da geschieht. Die wird nicht gemacht. Nicht? Viele missverstehen, wenn man von Stille spricht, als wäre das eine Anweisung. Zu tun, das müsste der Verstand jetzt aufhören zu denken. Kann er gar nicht. Die Natur des Verstandes ist zu denken. Das ist seine Natur, ja, des Denkers an sich. Ja. Und man macht da Technik draus. Das kann schon schön sein fürs Leben. So macht man ein bisschen Meditation und so und hat man ein bisschen Friede und Stille. Aber die Wirklichkeit ist so, wenn du das erfährst, dieses totale Paradox dessen, was ist, was alles ist, ja, und nichts ist zugleich. Dann ist es so paradox und so ein großer Widerspruch, dass der Verstand einfach tilt macht. Und dann ist Stille. Der ist weg. Da ist kein Denker mehr. Der ist weg. Das ist ja das Interessante, wenn man sich vorher ewig für den Denker gehalten hat und geglaubt hat, ich bin der Denker. Wer, der denkt. Ja. Und dann bleibst du übrig und der Denker ist weg. Wer bist du dann? Dich gibt es noch immer, aber ohne Denker. Dich gibt es sogar ohne Körper, dich gibt es jenseits von all dem. Und dich gibt es noch immer bist du. Selbst wenn du das Nichts erfährst, erfährst du dich noch immer als dieses Nichts.
Das ist das Mysterium dahinter. Das ist das, was Bewusstsein, Awareness, Gewahrsein eben ist. Der Verstand kann das nicht begreifen. Und der kann Unendlichkeit als solches nicht erfahren. Der explodiert in die Unendlichkeit hinein. Der dehnt sich unendlich aus und dann zerreißt es. Und doch ist die Unendlichkeit erfahrbar. Für die Unendlichkeit selbst ist sie erfahrbar. Als Unendlichkeit. Und die Null, das Nichts genauso. Und letztlich ist Null und Unendlich dasselbe. Ich weiß, das wurde auch. Es gibt mathematische Theorien, haben wir ja einmal gehört, wo man das sogar mit einbaut. Diese Formel Null ist gleich unendlich. Ne? Dass das manche Probleme in der Mathematik lösen könnte. Ja, habe ich vor kurzem was gelesen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber für mich ist ganz klar, Null und Unendlich sind zwei Seiten einer Medaille. Ja? Und das ist erfahrbar. Der Verstand kann das nicht verstehen. Der kann sich unter der Unendlichkeit nichts vorstellen. Aber was erfahrbar ist, was du diese Unendlichkeit bist. Du findest keine Grenze in dir, wenn du diese Idee loslässt. Ich bin, wie ist dein Name? Hab ich vergessen? Saskia. Saskia. Saskia, okay. Wenn du nur da bleibst, in diesem Gefühl, ich bin, ja, das ist ja klar, du bist. Ne? Kannst du ja überprüfen, ob du bist. Jetzt unabhängig vom Körper, auch wenn du die Augen zumachst, der Körper weg ist, du bist. Ja. Auch wenn du jetzt nicht die Idee hast, ich bin Saskia, vor dieser Idee bist du, als ich bin, mich gibt's, ja. Ohne Etikett. Und wenn du dort, wenn du die, das kannst jeder für sich ausprobieren, einfach die Augen schließen und dorthin gehen, schauen, mich gibt's, zu prüfen, ja, da ist was, da ist ein Sein, ich muss nicht einmal ich dazu sagen, ja. Das reicht, dass ich sage, ja, da ist sich etwas bewusst, irgendwas erscheint da in so einem Bewusstsein, egal ob das Gedanken sind, Gefühle sind. Da ist etwas, das bewusst ist. Und dieses Etwas, das hat keine Grenzen. Das ist nicht definierbar. Das ist nicht irgendwo lokalisierbar, ob es im Kopf ist, im Magen, im Bauch, in der Zehe oder im Raum oder wie groß das ist. Es hat keine Größe, es ist gleichzeitig eigentlich unendlich klein und unendlich groß zur gleichen Zeit. Ne? Das kann man überprüfen, das ist für jeden präsent. Daneben ist noch alles andere. Gedanken, Gefühle, das ist dann das, was wahrgenommen wird von diesem Etwas. Von diesem Gewahrsein, Bewusstsein. Dann scheint alles Mögliche, die Idee dieser Körper zu sein. Da erscheint ein Raum. Ja, das sind aber nur die Inhalte, die erscheinen im Bewusstsein. Aber das ist konstant, das hast du das ganze Leben mit dir. Die Inhalte sind austauschbar. Du kannst in Afrika sein, du kannst in Österreich sein, du kannst einen jungen Körper haben, einen alten Körper haben. Du kannst träumen, ganz anderen Körper zu sein. Du bist immer dieselbe. Da kommt nichts dazu, da kommt nichts weg. Das ist eine mögliche Tür. Für manche ist das ein möglicher Weg. Das ist nicht der Weg. Es gibt viele Wege. Aber eine Tür ist genau dieses Gewahrsein. Sich darauf zurückziehen. Und dort verweilen. Vor allem, wenn es irgendwann aufblitzt und da ist, dann ist das ein Geschenk und mehr ist nicht notwendig. Dann ist alles da. Da fehlt nichts. Das Gefährliche ist, wenn man daraus ein Konzept macht, weil Leute wie ich dann davon sprechen, was sie wahrnehmen. Das ist ja nur eine Beobachtung. Aber letztlich ist das nur die Beobachtung dessen, was übrig bleibt, wenn alles andere wegfällt. Und das bleibt bei jedem übrig, weil das ist mit jedem. Das sind wir.
sagt da immer gerne, mehr ist nicht nötig. So eine ganz kleine Flamme ist das. Die Bliss, der Erleuchtung oder was immer, ein Zustand ist, wo man sagt, mehr ist nicht möglich. Das ist so der absolute Zustand des ganzen Universums. Man spürt, man ist das Universum und alles, was jemals war und jemals sein wird. Und das ist die totale Bliss. Ja, ist cool, ja, schön, ja, vergänglich auch. Das sind Blisszustände, die kommen und gehen. Und das Ich ist eigentlich der Brennstoff dafür. Ja, das Benzin, das Öl, die Kohle. Und das verbrennt. Ja, und da hat man halt Blisszustände. Und was dann übrig bleibt, das ist ganz was anderes. Das ist nicht mehr ist nicht möglich, sondern das ist mehr ist nicht nötig. Und das ist dieses Gewahrsein. Ganz einfach, ganz easy, das, was immer da war. Beim kleinen Kind, beim alten Mann. Ich habe es sogar gesehen in schwerer Alzheimer-Kranken, meine Großmutter mit 96. Hat keine Erinnerung mehr, wer sie ist als Mensch. Aber das Gewahrsein war da, die Begegnung war da. Mehr ist nicht nötig. Ganz kleine Flamme. Das ist das, was wir alle sind, wenn wir uns in die Augen sehen, was sich da begegnet. Das ist Göttlichkeit, die Göttlichkeit anschaut. Wer ist das? Und das darf man sogar vergessen. Oft macht es erst dann richtig Spaß. Manches hat sagen, ja, nicht, und überhaupt wir und so Zunft, das sind die, die im Kino neben dir sitzen und sagen, das ist nur ein Film, das ist nur ein Film, das ist nur ein Film, das ist lästig, ne? Ein Horrorfilm, hört man das dann gern? Manchmal erinnert, ja, das ist ja nur ein Film. Dazu ist da, dann nimmt das Leid raus. Das ist dann die frohe Botschaft, das ist so viel. Aber wenn man ganz ergriffen ist, gerade und es ist spannend und will man das gar nicht hören. Das kann ich mir gerade selber nicht hören, weil das Beispiel sage ich immer wieder, aber ich kann nicht alles, dass ich wieder sage, nur wer schlecht träumt, wieder. Das ist der Titel von einem Buch von einem Kollegen. Nur wer schlecht träumt, will wach. Darum gehört das Leid mit dazu. Das Leid ist ein Wake-up-Call. Ein was? Ein Wake-up-Call. Ein Ruf, um aufzuwachen. Und oft muss sogar das Leid größer werden. Ja, so ein absolutes Leid. Um zu schauen, was ist jetzt da, wo ist die Rettung. Die Wahrheit ist, es gibt keine Rettung.
Und doch ist alles schon von Anfang an gerettet. Na Gott sei Dank sagst du. Nachher hast du einen Schock, ne? Ich wollte schon sagen, schier. Ja, das ist wie bei einem Film. Tragisches Ende. Aber nachher geht es weiter und es war gar kein Ende. Ja. So ähnlich ist es. Aber das tragische Ende gehört auch dazu. Ja. Weil sonst lässt man ja nicht los. Noch die Chance auch davor zu kommen, wenn man möchte. Das ist ja kein Muss. Also in diesem System hier ist große Dankbarkeit für dieses Buch, dass dieses System hier die intuitive Erleuchtung der Menschheit dargebracht hat. Das war das erste große Wow! Und dann dieser Weg, also ich spreche jetzt ganz normal Jiddisch von Mensch zu Mensch, hast du mir Türen geöffnet, also ein lästiger Satz an Lehrer, der hier aufweckt hin und her. Da ist riesige Dankbarkeit durch dich. Dieses Wesen hier so viel kennengelernt, was nicht gewusst hat, dass Yoga Nidra gibt. Wow! Was ist das? Wow! Boah! Geil! Dass eine Wesenheit, die Nisargadatta genannt wurde, gibt alles dieses Wesen, diesem Wesen zu verdanken. Und so Satsang zusammenkommen ist und heimkommen und
gar nicht, dass jetzt, hey, ist noch viel. Oder wie auch immer, es ist einfach Wahrheit. Und das ist dafür das große, große Dankbarkeit da. Und speziell diesem Wesen da. Aber für dieses Wesen da viel, viel Hilfe. Dieses Wesen da ist immer nicht erleuchtet oder für den Job, oder keine Ahnung. Wie du so schön erzählt hast, da ist alles da, alles gleichzeitig, die Göttlichkeit. Plötzlich ist das Erkennen der größte Schmerz und die größte Freude ist das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Das ist alles gleichzeitig und für diesen Verstand nicht zu fassen. Das war so geil und so beängstigend und so alles zugleich und so überhaupt gar nicht jetzt erklärbar. Aber das Wesen da ist dann davon gelaufen, weil dann war der Punkt, wo dieses Wesen gewusst hat, ein Schritt weiter und es gibt kein Zurück mehr. Das Ganze ist passiert vor vielen, vielen Jahren. Da gab es schon viele Heuheu, warum habe ich unbedingt aussteigen müssen aus dem? Warum? Und dann war ein Erlebnis durch Yoga Nidra, was ich durch dich kennengelernt habe, wo ich in das Gefühl gekommen bin, jetzt stirbt dieser Körper, er stirbt jetzt. Ja, und dann war da ein Ja! Ja! Und da war nichts. Aber danke, weil durch deine Satsangs, wo ich viel beigewohnt habe, auch gewusst hätte, dass das jetzt dieses Todes und Todesangst kommen kann. Und da wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit, nicht einmal zu diesem Ja gekommen. Und ja, für große Dankbarkeit und was auch immer. Aber es ist sehr schwierig, den Wunsch aufzugeben, das Ego sterben zu lassen. Den letzten Rest. Es sind keine Frauen mehr da. Das ist alles klar. Und trotzdem ist da irgendwo, sitzt da in diesem System, sitzt da noch irgend so ein Ego, das sich wichtig macht, das, keine Ahnung, alles Mögliche immer wieder, wie man braucht. Und im nächsten Moment passt ja alles, ist ja alles in Ordnung. Und immer wieder kommt dieses Ego. Das ist einfach nicht putzen. Wer will, dass es sich putzen soll? Das Ego will, dass es sich putzt. Ja. Ist dem Ego schon klar? Was nichts. Warum? Warum was? Ja, warum? Was warum? Warum bist du? Warum? Warum? Was erhofft sich das Ego davor, wenn du sie putzt? Dass ich das selber nicht mehr sicher kann und mich gebogen bin, sonst ich schon kann. Was ist da schlecht? Es ist langweilig. Okay. Es ist wie wenn irgendwas so der letzte Pusher fällt, obwohl gleichzeitig das Bewusstsein da ist, dass nichts fällt. Es ist irgendwie so wie, die verwendete Katze
von dem angehäuften Wissen in diesem Verstand, in diesem Kuddelmuddel da oben, das man jederzeit abgefragt werden kann, ja. Und alles klar, und auch ein Herz sehr oft passt und stimmt, und auch Gedanken wegschalten, okay, es funktioniert auch, ab und zu, ja. Und trotzdem ist das Gefühl, der allerletzte kleine, winzige oder riesengroße Plopp, wie du gesagt hast. Nein, trotzdem, egal. Kein Problem, nicht nur ein Problem. Dieser blöden Plopp. Nein, danke für den Plopp. Nein, du hast das zuerst so schön gesagt mit dem. Eben diesen Zustand, wo alles klar ist, Zugang zu allem, alles plötzlich. Alles nur Zustand. Genau, nur Zustand, ja. Und dann die große Stille. Da ist weiter davonlaufen. Aber du hast nie was anderes machen können, als was jemals geschehen ist. Das ist so. Mir ist klar, es gibt keinen Frieden, ist Illusion, das Frieden mit uns alles. Wie gesagt, keine Fragen. Jetzt brauchst du nur mehr dafür vergeben, nicht? Dass du irgendwie glaubst, dass du Chance verpasst hast oder so, das ist Quatsch. Mhm. Hast du nicht? Das ändert sich ja nichts, du bist es jetzt schon. Das sind nur Vorstellungen, nur die Vorstellung, es nicht zu sein, die wird aufrechterhalten. Die Vorstellung, da müsste das und das und das passieren, auf die und die und die Art und Weise, das ist da vorgestellt. Von dem, was du jetzt schon bist, bist das jetzt. Ja, aber merkst du einen feinen Unterschied zwischen Wissen und Glauben? Normalerweise habe ich früher immer gesagt, ja, Glauben heißt nichts Wissen. Aber dieses Wertvolle übersieht man manchmal des Glaubens, dass man das, was man alles schon weiß, zwar weiß, aber gar nicht wirklich glaubt. Ist zwar wissen, was man eh wissen sollte und bla bla, aber man glaubt es ja nicht ganz wirklich. Trotz den ganzen Erlebnissen ist da mal Zweifel. Genau. Das glaube ich nicht. Ja. Ich vertraue dir und werde mir nur nachgehen. Na, ja, lass das in Zweifel siehst und aussprichst, das ist schon ein schönes Gefühl. Dann darf ja auch da sein, aber dann ist er einmal erkannt.
das macht das ganze Wissen einmal obsolet. Ja? Zu respektieren und sagen, ja, der darf da sein, du bist ja sowieso ungetrennt. Du darfst daneben an glauben, du bist das nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Zweifel da ist. Ja. Also eigentlich war das da gar nicht Zweifel. Ja. Aber irgendwo muss das muss dieses Wurzeln sein, was da genau. Tun, gespätzt hat, geistert. Das ist ja ein Spiel ohne. Ja. Okay. Nein, es reicht, man braucht überhaupt nichts tun. Es reicht rein nur das Sehen. Das darf doch sein, es darf alles so sein, wie es ist. Weil du hast ja den Zweifel am Zweifel. Ja, eben, eben. Das ist ja viel besser. Nein, das ist nicht gut. Das ist ja gut. Den dir die Folgen. Den Zweifel am Zweifel. Weil du bist das. Es ist völlig egal, was wir glauben. Es ist völlig egal, was wir wissen. Du bist das immer. Mit Zweifel, ohne Zweifel, immer. Ist das Wissen ist da, klar. Und wenn du schon so viel Bliss hast, du so viel, so wie mir da jetzt nicht wichtig machen. Natürlich würde ich mich wichtig machen, weil es nicht mehr so ist. Als ob.
Letztlich ist es das, was gemeint war, Glaube versetzt Berge. Ja, was eigentlich so der einzige positive Sinn von Glauben ist, weil sonst gibt Glauben hast nichts wissen. Ja. Und da sage ich auch oft, mir bitte nichts glauben. Mhm. In dem Fall jetzt, bei dir sage ich genau das Gegenteil. Okay. Glaub mir. Ja, oder glaub's. Du brauchst nicht mir glauben, du brauchst nur dir glauben, was du selber schon warst. Ja. Das ist einfach Glauben. Und das ist ein Glaube, das ist eine Vorwegnahme, als ob. Was hast du meinst? Ja. Also, geh davon aus, dass es wirklich so ja, ist, genau. Was du schon alles warst. Geh davon aus. Und lebe mal eine Zeit so. Bleib mit dem Gewahrsein, diesem als ob. Das ist das, wie Glaube ursprünglich gemeint war. Ja? Okay. Dieses Glaube an mich. Aha, okay. Ja. Wobei es da an dich glauben sollst. Ja? Oder an die Wahrheit glauben sollst. Ja, ja. Das Glauben habe ich immer verachtet. Das ja. Wissen. Aber das ist genau. Ja. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Okay. Ja. Das ist alles ob. Genau. Weil es ist ja schon so. Aus meiner Sicht, egal ob es du warst, ist es schon so. Ja. Das heißt, dieses als ob kann dich dann langsam dorthin bringen, wo es eh schon ist. Aha. Indem es alles das langsam wegfallen lässt, was in the way ist, also davor steht, das direkt zu erkennen. Was eh schon ist. Ja. Das ist, als wäre das schon so eine Vorstufe, wenn ich, also der, was da sitzt, so rüberschaut und in diesen Augen sieht andere Wesen, sämtliche, mein Vicky, mein Schatzi-Freundin, der Methode zum Beispiel, die auch dieses Erleuchtungserlebnis schon Raum gehabt hat, zum Beispiel Trick oder das. Dieses sogenannte normale Wahrnehmung, verschiebt es so schnell, wie sie vor dem jetzt sie in der Ecke. Ja. Okay. Und deine Augen. Andere Gesichter. Das ist normal. Das ja.
Das kannst du auch probieren. Ich habe das schon im Spiegel, ja, genau. Spiegel mit mir selber auch gemacht. Ja, genau. Wir sind alles. Ja. Jeder von uns ist alles. Ja. Und unendlich viel Leben gelebt. Mhm. Ja, das ist alles in uns abgespeichert. Mhm. Aber sei es geistig, aber auch vom Körper her. Mhm. Ja, das sind alle anderen Anlaufstädte in uns. Alle Erinnerungen von anderen Leben alles. Ja, das war schon oft da spürbar, sehbar, fühlbar. Ja. Also muss eh leicht zum Glauben sein. Ich glaube, das Mikrofon passt hier, oder? Wenn ich auch laut genug. Ja, neues Wissen brauchst du nicht. Eigentlich nur das, was du eh schon aus Glauben oder nicht einmal. Keine Ahnung. Alles. Es ist nur immer wieder dieses verunsichernde Gefühl, so zu lesen wie du, und das ein bisschen mehr integriert. Diese ganzen Vergleiche. Oder H.O. Boah, wo tritt denn der mal drum? Boah, der ist permanent wieder. Aber das ist das Problem, ja, diese ganzen Vergleiche. Ja. Wir sind alle der, die dasselbe. Ja, von dem, was wir vom Kern her sind, sind wir alle der, die dasselbe. Da ist überhaupt kein Unterschied. Ja, das ist das eine Bewusstsein, die eine Energie. Ist so. Und dann der eine Heilige Geist, ja, der Verstand. Und dann das Ich ist, das eine Ich, Gott, Gottes Ich. Und ja, ich. Das ist alles dort, das durfte ja schon erfahren und spüren. Und dieses eine möchte sie auf verschiedenste Arten ausdrücken. Und da so, dort so, da so, da so. Das ganze Vergleichen, das ist wie wenn rote Rosen lieber eine gelbe Nelke sein will oder sowas. Und jetzt darunter leidet, dass keine gelbe Nelke ist. Und die gelbe Nelke wird vielleicht lieber eine rote Rose sein. Das ist ein blödes Spiel. Ja. Das ist der Aspekt der Selbstliebe und Selbstannahme ist da unendlich groß. Und da lenken diese ganzen spirituellen Ideen, der ist weiter, der ist das, das lenkt nur ab. Weil du bist das jetzt schon, genau so perfekt, wie du jetzt bist. Sonst gab es die gar nicht. Das wäre sinnlos, dass da, ja, wozu? Aber das eine lenkt sich. Genau so erfahren. Du als Gott, als Göttin, als dieses Energie-, Bewusstseins-Dings, genau. Das will sie genau so jetzt da erfahren. Genau. Das will sie auch so erfahren, dass mehr nicht, doch mehr Erleuchtung, doch mehr Selbst das gehört zum Spiel. Genau. Ja, so ist es wirklich. Ja. Aber das gehört dazu. Na okay, dann. Ich gebe mich nicht. Ja, blöd, wenn ich sonst über. Eigentlich brauchst du überhaupt nichts tun. Ja. Selbst Hingabe ist, wenn man es komplett radikal zu Ende denkt, ist ein Gedanke zu viel. Ja, wenn es passiert, passiert es. Hingabe passiert dann, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ja, wenn, die passiert von selbst. Ja, das ist dann der letzte Schritt, der vielleicht getan wird oder auch nicht. Und selbst der ist dann notwendig. Ja. Du brauchst nichts tun. Nein, es geht eh nichts anderes, weil Hingabe ist automatisch. Genau, die Art von Hingabe, du bist schon hingegeben. Einfach, ja. Genau. Jetzt bleibt nichts, gell? Kein Strom, nichts. Nichts, nichts. Ja. Braucht man nicht. Ja. Genau. Blödig geschickt. Ja, aber lustig, schön, blöd, gut, alles. Thank you.
es uns gibt. Danke, dass du. Ja, danke, die uns, mich, euch. Du bist das größte Wunder in deinem Leben. Wahrscheinlich. Ist wirklich so. Thank you.